geben lassen. Zum Teil sind die schon bei der Formulierung der Texte. Das heißt, der Zeitplan, da liegen wir gut im Rennen. Wir gehen davon aus, dass die meisten Texte Anfang nächster Woche schon so weit fertig werden, dass wir in der nächsten Runde, wie geplant, auch dann über konkrete Details werden reden können. Die Grundlagen, die den Arbeitsgruppen sozusagen vorgegeben sind, auch da sind wir uns einig. Wir wollen die Schuldenbremse einhalten. Das ist natürlich eine wichtige finanzielle Grundlage. Wir bleiben bei dem Dreiklang unserer Finanzpolitik, nämlich Einsparungen konkret im konkreten Bereich, aber auch Steigerung der Einnahmen und Investitionen in die Zukunft, so wie wir es auch in den letzten Monaten der Minderheitsregierung gehandhabt haben. Das bedeutet für uns, dass wir hier in diesem Bereich nichts zu verteilen haben, sondern es gilt darum, alles zu durchforsten bei den Förderprogrammen. Das geschieht in den Arbeitsgruppen, so ist es vorgesehen. Wir sehen keine größeren Spielräume, hier zu Ausgabensteigerungen zu kommen. Das ist eine wichtige Grundlage, bei der wir uns auch mit Blick auf die Arbeit der Arbeitsgruppen einig sind. Bei der Schuldenbremse eine Ergänzung noch wichtig, das wissen Sie, ist für uns, dass diese Schuldenbremse, dass bei der Formulierung der Schuldenbremse auch in der Verfassung immer klar ist, dass das nicht am Ende zulasten der Kommunen gehen darf. Das war immer ein Punkt, wo sich Rot und Grün auch einig waren und das bleibt auch weiterhin unsere Politik. Das heißt, wir schauen uns gezielt die Förderprogramme durch in den einzelnen Arbeitsgruppen und wir sind uns auch darüber einig, dass es Schwerpunkte geben wird im Koalitionsvertrag, denn es gibt große Zukunftsherausforderungen, vor denen wir stehen. Das ist neben dem Themenfeld Prävention, Vorbeugung und dem Themenfeld Nachhaltigkeit, mit dem wir uns beim letzten Mal ja schon intensiv beschäftigt haben, natürlich jetzt auch das Thema Inklusion. Das wird einen breiten Raum einnehmen, auch im Koalitionsvertrag, denn hier gilt es wirklich, eine große Aufgabe in Angriff zu nehmen und deshalb gehört das auch mit zu den zentralen Feldern. Soweit von meiner Seite. Ja, ich will gerne kurz ergänzen. Ich habe heute auf der Fahrt hierher die Nachricht gehört, dass statistisch erfasst worden wäre, dass immer mehr Menschen an den Wochenenden arbeiten. Das kann man auch, glaube ich, auch für die Verhandlungsrunden sagen, für Sie in dem Fall jetzt mittelbar auch. Ich will das noch mal unterstreichen, dass wir da wirklich voll im Zeitplan sind und alle Arbeitsgruppen nicht nur morgen wahrscheinlich weiterarbeiten werden, sondern auch nächste Woche die Feiertage geblockt sind für die Feinarbeit, um den ehrgeizigen Zeitplan zu halten und es bisher ordentliche Zwischenstände gibt. Wir wissen auch, dass noch Konfliktfelder abzuräumen sind, aber wir haben keinen Zweifel, dass wir am Ende sozusagen das Grundtableau werden schaffen können. Zusätzlich zu dieser Grundmelodie und zu den Grundthemenfeldern, die Hannelore Kraft gerade noch mal gesagt hat, präventive Politik in allen Bereichen, dass die Nachhaltigkeit durch alle Themenfelder hindurch angelegt ist und dass wir eben auch das Thema inklusive Gesellschaft angehen wollen. Das ist, glaube ich, eine gute Übereinkunft, die wir heute noch mal neu für so eine Gesamtmelodie entwickelt haben. Und ein Aspekt, der die Arbeit der Minderheitsregierung geprägt hat, war ja das Miteinander. Das Miteinander in die Zivilgesellschaft rein, die Beteiligungskultur in die Zivilgesellschaft hinein, aber auch das Miteinander als Regierung, als Regierungsfraktion mit den Oppositionsfraktionen. Und das macht sich deutlich an einer Verfassungskommission, die wir vorschlagen und die wir vorgesehen haben, die sich unsere Verfassung genau anguckt. Und aus unserer Sicht sind dabei vier Elemente zu klären. Das eine ist, wir schlagen vor, dass das Wahlalter bei Landtagswahlen auf 16 gesenkt wird. Wir wollen die Hürden bei Volksbegehren senken. Die liegen jetzt bei 8%. Wie Sie wissen, die sollen gesenkt werden. Wir wollen, dass die Informationsrechte des Parlaments gegenüber der Regierung gestärkt werden. Und wir müssen uns über die Details bei der Auflösung des Parlaments verständigen, damit nicht ein solches Vakuum letztlich entsteht und das Parlament nicht mehr handlungsfähig ist, die Regierung aber noch handlungsfähig ist. Dazu glauben wir, dass wir mit den anderen Fraktionen auch zu verfassungsändernden Mehrheiten kommen können. Und wir wollen hier eben auch Externe einbinden, ja, deshalb Beteiligungskultur auch in die Zivilgesellschaft hinein. Da gibt es eine Menge Experten, die wir in eine solche Verfassungskommission einbeziehen. Ja. Sie haben schon von Konfliktfeldern gesprochen, die es noch gibt. Können Sie da zwei, drei Beispiele nennen? Sicher nicht.
Also ich meine, Sie wissen ja, dass wir zwar viel Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede haben. Und es ist guter Brauch, dass wir die Konflikte auch intern erörtern, um sie dann, wenn sie hoffentlich gelöst sind, nach außen zu tragen. Wir lesen ja auch alle Zeitungen und wir wundern uns immer so, was in der Zeitung steht. Da seien Dinge schon abschließend, lägen die schon fest. Also ich habe noch nichts unterschrieben. Ich glaube, Hannelore Kraft auch nicht. Wir haben ja beim letzten Mal erzählt, nur was unser beider Unterschrift trägt, gilt. Und da ist noch nichts sozusagen abschließend in trockenen Tüchern. Aber die Arbeitsgruppen sind zum Teil schon sehr, sehr weit. Auch das werden wir Ihnen hier nicht heute sagen, sondern es ist guter Brauch, dass wir das miteinander besprechen und wenn wir eine Lösung haben, die Ihnen präsentieren werden. Das gilt für alle anderen Bereiche auch. Ich weiß, dass Sie es gerne hätten, dass wir Konflikte nach oben spülen, das tun wir ganz bewusst nicht. Es war heute eine sehr konzentrierte, intensive Arbeitsatmosphäre. Wir haben da keinerlei weder Emotionsausbrüche noch Freudenschreie gehört, sondern es ist auf einem ordentlichen Arbeitsweg. Sie haben ja einen sehr ambitionierten Sparplan. Ist denn schon klar, wo das konkret realisiert werden soll? Ich habe ja ausgeführt, dass das in den einzelnen Arbeitsgruppen jetzt zurzeit der Durchlauf läuft und insofern werden wir das sicherlich konkreter darstellen, nur jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Sie haben gesagt, Kosten- oder Ausgabensteigerungen, wenn es nicht geht, heißt das ein leitungsfreies Kita-Jahr ist möglich? Wir werden mit den Budgets jeweils auskommen, die uns da gegeben sind. So ist das Ziel in den Arbeitsgruppen und alles Weitere werden wir dann in der großen Koalitionsrunde klären. Aber es ist, um es deutlich zu sagen, nicht vom Tisch bisher. Können Sie das Mandat für diese Verfassungskommission noch mal ein bisschen umreißen? Weil das Wahlalter mit 16, wenn Sie beide das wollen, brauchen Sie ja halt die Piraten und die FDP dazu oder die CDU. Was soll diese Kommission machen? Also die Verfassungskommission soll natürlich sich insgesamt die Verfassung angucken, was ist noch zeitgemäß, was ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Und ganz konkret sind die Hürden für Volksbegehren in der Verfassung geregelt und das Wahlalter auch. Beim letzten Mal hätten wir die CDU dafür gebraucht, die erkennbar nicht bereit war. Und in diesem Fall haben wir ja eine verfassungsändernde Mehrheit jenseits der CDU, sodass wir Chancen sehen, uns auf diese Wahlalterposition mit FDP und Piraten zu verständigen. Und bei den Hürden für die Volksbegehren richtet sich das Angebot der Mitwirkung natürlich an alle. Und auch hier, Hannelore Kraft hat es gesagt, werden wir Experten von außen auch einbeziehen in eine solche Verfassungskommission. Ergeben sich ja manchmal neue Entwicklungsperspektiven. Das haben wir ja bei der Bildungskonferenz gesehen. Wenn wir die Zivilgesellschaft nicht an Deck gehabt hätten, hätten wir den Schulkonsens wahrscheinlich auch nicht hinbekommen. Und so legen wir das an auf Beteiligung, Zivilgesellschaft und Opposition. Das gilt auch für die CDU. Wir sind ja da nur klar positioniert über unser Wahlprogramm jeweils, dass wir das Wahlalter auf 16 senken wollen. Aber wir sind gerne auch hier bereit, die CDU über eine solche Kommission mit in die Entwicklung einzuziehen. Nicht, dass da der Eindruck entsteht, wir würden es sozusagen von vornherein darauf anlegen, es mit den anderen zu tun. So ist es nicht gemeint, sondern es ist eine Verfassungskommission, wo alle eingeladen sind, mitzuwirken, plus externe Unterstützung. Und dann werden wir sehen, wo wir am Ende auskommen. Nur wir sind, da bitte ich um Verständnis, beide über unsere Wahlprogramme bei dem Wahlalter als 16 als Ziel sozusagen festgelegt. Deshalb haben wir das gerade genannt. Nochmal zum Verständnis zur Arbeit Ihrer Arbeitsgruppen. Die sollen jetzt also Förderprogramme, die Ihr Ressort sozusagen betreffen, für das Sie zuständig sind, durchforsten auf mögliche Sparpotenziale. Habe ich das richtig verstanden? Da geht es um unterschiedliche Ansätze. Sie wissen das, wir haben ja davon gesprochen, dass es eine Umstellung auf revolvierende Fonds geben kann beim Teil der Förderprogramme. Also man muss sich die Struktur der Förderprogramme im Einzelnen anschauen. Man muss sehen, was ist da an Möglichkeiten gegeben. Es bezieht sich nicht nur auf reine Einsparungen. Okay.